Hallo, ich bin Ralf Pautlitz vom Autohaus Burmeister. Ich möchte euch heute diesen Neuzugang vorstellen. Und zwar haben wir hier einen Seat Ateca, eine Ausstattung Exzellenz. Das Auto ist aus November 2018, hat 62.875 Kilometer gelaufen und ist ausgestattet mit einem 1,5 Liter TSI Motor mit 110 kW, 150 PS. Bei diesem Exzellenz haben wir Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage, Nebelscheinwerfer, die Wabengitter hier oben und unten. Hier oben beim Exzellenz in Chrom eingepasst. Parkdistanzkontrolle haben wir vorne sowie auch hinten, was wir nachher sehen werden. Wenn wir das Auto mal uns von der Seite anschauen, wir sehen schwarz Metallic, Wärmeschutzverglasung und in der zusätzlichen Scheibeneintönung hintenrum, die ein Aufheizen des Fahrgastraums verringern soll. Wir haben nicht nur die Fenster in Silber eingefasst, sondern auch eine silberne Dachreling. Anthrazitfarben dann der Steinschlagschutz und die Schwaller. Und wie man sieht, steht der auf schmucken Leichtmetallfelgen, also wie ich finde, flott aufeinander abgestimmt, ein schickes Auto. Im Heckbereich sehen wir, auch hier haben wir LED-Rückleuchten, ähnlich wie beim FR, eine Doppelrohr-Auspuffanlage, die angedeuteten Parkdistanzsensoren auch hinten. Dieses Fahrzeug hat zusätzlich noch eine Rückfahrkamera, also da sollte beim Ein- und Ausparken wirklich nicht schief gehen. Fürs Be- und Entladen recht praktisch haben wir hier eine elektrische Heckklappe. Ja, und wenn wir uns den Laderaum anschauen, den können wir umlegen in der Form, dass wir die Sitze geteilt umpacken können und dementsprechend den Laderaum vergrößern können. Wir haben eine Laderaumschutzwanne und bei diesem Auto ist ein doppelter Laderaumboden drin, was nicht unbedingt zur Serie gehört. Und wenn wir da drunter schauen, sehen wir, da ist noch was versteckt. Und zwar haben wir ein Ersatzrad, weil dieses Auto hat hier noch einen Subwoofer, denn dieses Fahrzeug ist mit einem Beats Sound System ausgestattet. Zusätzlich ist noch mit dabei ein Gepäckraumnetz, sodass man den Laderaum und den Fahrgastraum trennen kann. Sollte man mal stärker bremsen müssen, damit einem nichts ins Kreuz fliegt. Ja, ihr könnt uns gerne auf YouTube folgen für weitere Informationen und Angebote unseres Hauses. Wenn euch was gefallen hat, schickt uns einfach mal einen Daumen hoch. Danke. Ja, ich sitze jetzt in diesem Ateca. Ja, wir haben Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar, die sind auch anklappbar. In den Spiegeln haben wir einen toten Winkelassistenten, auch nicht schlecht. Fensterheber vorne hinten. Klassische Instrumentierung, Lederlenkrad abgeflacht. Multifunktion mit Fernbedienung. In der Mitte haben wir dann das Display, worüber dann dementsprechend die Navigation läuft oder die Rückfahrkamera, Klimaautomatik rechts, links getrennt. Hier in diesem Auto haben wir dann dementsprechend auch Ladestation, induktives Laden von Smartphone-Geräten. Das Auto ist ausgestattet als Schalter, also mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Wir haben aber eine elektrische Parkbremse und einen Schalter, um diverse Fahrprofile uns einzustellen, je nachdem, wie die Straßen oder die örtlichen Gegebenheiten sind. Ablagemöglichkeiten in den Türen, Handschuhfach, Mittelkonsole, alles vorhanden. Was mir gut gefällt hier auch, wir haben die ABC-Säule und den Himmel in Schwarz gehalten, also so ein sportliches Ambiente, was das Auto mit sich bringt. Finde ich eigentlich ganz poppig. Die Details zu diesem Auto, die könnt ihr bei uns gerne nachlesen auf der Homepage. Ihr könnt auch die Videobeschreibung euch mal in Ruhe anschauen. Da werdet ihr dann auch sehen, Winterpaket, sprich Sitzheizung vorne, sportliche Sitze mit Alcantara. Alles ganz flott und sehr gepflegt. Ja, und wenn ihr Fragen habt, wir sind gerne für euch da. Ruft uns einfach an. Dankeschön. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten, wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat. Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt.
Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.